Das ist, denke ich, die schlauste Alternative. Wenn du den Weg nach oben nicht mehr findest, dann teleportierst du dich einfach nach oben. So, Mr. Arena. Und, ja, da ist der gelbe Punkt. Ich hoffe, lass das bitte diesen Schlaghammer sein. Schlaghammer eines Baumeisters. Perfekt. Und zack, 200 Erfahrungspunkte. Thank you. So, dann noch schnell zum Arena-Mann. Ich hoffe, ich finde zumindest den wieder. Das war... Also hier hat er mir auf jeden Fall gesagt... Ja, das... Oh ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Heidi! Hey. Verzeih, aber ich habe zu tun. Ich muss die Käfige überprüfen. Wir wollen ja nicht, dass die Biester ausbrechen, wenn wir sie erst einmal eingepfercht. Okay, das ist nicht der Arena-Meister. Er hat aber auch, glaube ich, zu der Tür da gezeigt. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ach, wisst ihr, ich habe auch keinen Bock, den stundenlang zu suchen, ey. Ich bin noch nicht besoffen. Bist du das? Waffenhändler, verkaufst du mir was? Leben in Waffenmut. Nein. Nein? Fremde Be- Arschloch. Das ist er. Attila, der Hunnenkönig. Nanu, was sehen meine müden Augen da? Ein Streiter der Außenwelt in unserer Grotte? Seltsam. Anscheinend stimmt es, dass die Welt draußen Kopf steht. Hat es... Was tust du hier? Ich beurteile jene... Und wie sieht diese Beurteilung aus? Nun, im Gegensatz zu dir, wer die Gefahren nicht kennt, darum haben wir die Arena ins Leben gerufen. Aha, und eure Gefangenen müssen als Gegner herhalten, nehme ich an. Was? Nein, aus ihnen machen wir gehorsame Streiter Ravaks. Die Kreaturen sind unsere Gegner. Nur wer sich gegen sie behauptet, darf die Grotte verlassen. Und wer es nicht schafft? Ist tot. Bleibt hier, in Sicherheit. Wer scheitert, ist meist nicht mehr an einem Stück. Die Frage stellt sich also nur selten. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Ich will in der Arena kämpfen, vielleicht. Ich will in der Arena kämpfen. Du? Das Privileg, in der Arena anzutreten, wird von mir vergeben. Nur sehe ich keinen Sinn darin. Du kommst von draußen. Warum sollte ich dir gestatten, zu kämpfen? Es gibt doch sicher persönlich interessierte Herausforderungen. Ich wollte mich nur unterhalten. Na hier, unterhalten. Da. Es gibt doch sicher etwas zu gewinnen. Wenn dich die Gier nach Splittern treibt, bist du bei mir falsch. Die Kämpfe sind kein Zeitvertreib. Ihm sind Ehre und Anstand fremd. Die Sieger gehen also leer aus. Wer einen Kampf in der Arena überlebt, bekommt neben der einzigartigen Erfahrung die Habseligkeiten der Gefallenen übereignet. Nichts darf verschwendet werden. Nur gibt es derzeit keine Kämpfe. Uns fehlen die Kreaturen. Für gewöhnlich fangen Venyas Leute die Biester ein. Da aber in letzter Zeit kein Nachschub eingetroffen ist, scheint es da Probleme zu geben. Wegen der Arena. Brauchst du Hilfe? Naja, wenn du so fragst. Ich muss bald mit Venya sprechen. Und das möchte ich... Warum? Immer wenn die Arena zur Sprache kommt, artet es in Streit aus.
Wir haben wohl verschiedene Ansichten da. Wenn du ihr an meiner Stelle auf den Zahn fühlen willst? So gut wie erlebt. Wenn du es tatsächlich schaffst, dass sich die Arena wieder öffnen kann, bekommst du etwas, das mehr wert ist als jeder Brocken Elexit. Ich gestatte dir, vor allen anderen in der Arena anzutreten. Okay, gut. Wir können jetzt leider noch nicht. Die Menschen haben offensichtlich sehr weit entwickelt. Hä? Wie bist du jetzt darauf gekommen, wegen dem Licht? I don't know, Alter. Okay, na, ich dachte, wir können jetzt gleich in der Arena kämpfen, aber wenn wir dazu jetzt erst questen möchten, müssen, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht tun. Das tut mir leid. Die Morkons, also ich mal, ihr wisst es, ich kann, so dunkle Gebiete sind natürlich auch voll nicht meins, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich habe mich ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Spiel auch als Alp spielen möchte, weil die Alps, das sind einfach die Guten. Das sind die Besten, ja? Die sind heftig, wir teleportieren uns hier hin, wir kloppen ein paar Viecher und gucken mal, was es so... Nee, das war der, vor dem wir eben weggelaufen sind, ne? Ja, okay, nee, vergiss das. Ein bisschen abseits des Weges mal gucken, was kann man denn so erhaschen und so weglooten. Es werden sich ja wohl tolle Sachen finden lassen. Vielleicht schaffen wir auch nochmal ein Level und können vielleicht irgendein Attributo Punto verteilen. Ja, das hört sich schon wieder besser an. Bleib hinter mir! Hä? Mädel, Alter, ich hab dich ja wohl gerettet. Schnick, schnack, Hörner ab. Gut, man muss natürlich Quests nehmen. Wenn man nicht Questen tut, dann hat man auch nicht viel anderes zu tun. So, wir sind infiziert, das ist klar. Baumeister gesucht haben wir fertig. Ein Feldherr für die Truppe. Blablabla, bla, bla. Gemeinsamer Weg sind wir noch dabei, weil wir da die Werte der Morkons. Khan will darüber nachdenken. Da müsste man hin zurückgehen. Aufräumarbeit in der Grotte hätten wir machen können. Und Attilas Prüfung der Außenwelt. Dazu müssen wir mit Winja uns auseinandersetzen und hören, was sie zu sagen hat. Vielleicht muss man ja selber Monster fangen. Na gut, das kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht muss man irgendwelche Viecher töten. Die Viecher töten, die da unten in der Arena haben wollen. Wahrscheinlich ist die Quest aber so oder so noch zu schwer für uns. Alter, war das... Ey, das war eine Pärchen-Kombo. Ich habe den nach rechts geschlagen und sie hat ihn mit dem Feuerball voll getroffen. Gibt's hier irgendwo auch geheimen Loot? Huh. Okay, da haben wir eine Elixader, die wir nicht abbauen können. Hier ist nix. Schade. Was ist hier? Wir werden hier wohl irgendwo eine kleine versteckte Lache finden, in der wir irgendwas machen können. Eine fette... Was ist denn das? Ach, das ist von den... Das ist ein Turm von den Fremden. Von den bösen Fremden Einfallern Vormann. Mhm. Alter, ein richtiger Kreischer. Nein, nein. Oh, Alter, zum Glück hat die den weggepfeffert. Das war ein voll ausgewachsener Kreischer und kein schwacher Kreischer mehr. Der hat uns fast... Alter. Wieso hatten sie auf einmal so viel Schaden gemacht? Sie hat ihm den halben Lebensbalken abgezogen. No, no, no. Hello?
Okay, wenn der uns erwischt, das ist, glaube ich, der, der uns bei unserem Tod mit einem Bissen getötet hat. Oh nein, Alter. Mann, Kaya, ey, kannst du mir nicht mal helfen? Was machst du denn, Alter? Es geht los. Oh. Wo ist denn der Schisser? Okay, der hängt irgendwie fest oder auch nicht. Er brennt! Alter, er brennt! Hier, Alter, 100, das war der Megakiller! Oh, Loot! Uah! Klopapier! Ja, Schwefel! Okay, war nicht ganz so toll. Ich finde natürlich lieber epische Waffen und Rüstungen. Da hinten sind Scheiße fliegen. Okay, pass auf. Wir gehen schlafen. Wir gehen schlafen. Ich laufe nämlich nicht gerne im Dunkeln rum. Hier ist unser Häuschen. Kaya kann sich natürlich gerne zu uns gesellen, ins Bett leihen. Bis zum nächsten Morgen, würde ich mal sagen. Dann bringen wir dem Typen sein Werkzeug. Scheiße. Hä? Was soll's? Was denn jetzt? Was? Wieso Scheiße? Was ist denn passiert? Ist das aktiv? Ach, das ist aktiv. Lol. Heidi, ich hab ein Teil. Warte, erstmal. Zeig. Ich hab genug, ne? Auf jeden Fall. Schlösser knacken. Das möchte ich gerne lernen. Danke. Ich hab hier den Schlaghammer, den du haben wolltest. Ach ja? Ich hatte ja gehofft, dass du erst gar nicht fündig wirst. Naja, aber leider, wie es aussieht. Tja. Oh, aber gut. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen... Na was? Pass auf, ich schau mir die Bastion zumindest schon mal an. In der Zwischenzeit kannst du ja mal nach einer guten Kalksteingrube Ausschau halten. Kalk was? Na, der Mörtel in dem alten Gemäuer der Bastion ist brüchig und lose. Um einen vernünftigen Mörtel herzustellen, der auch was taugt, brauchen wir einen besonders hochprozentigen Kalkstein. Irgendwo hier in der Umgebung wirst du sicherlich eine dieser Steingruben finden. Bring mir ein Stück Kalkstein davon mit, wenn du eine Grube findest. Legendärer Mörtel. Ich schau dir jetzt erst einmal die Bastion genauer an. Okay, so geht also die Story weiter. So, dann sollten wir hier... Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, das andere... Dann war das diese. Nein, die war leer. Also die war nicht immer leer, aber die ist leer, seitdem wir sie geplündert haben. Und eventuell hier? Yes. Hä? Ich will nicht... Alter. Das war wohl nichts. Okay, ich hab's, glaube ich, raus. Zack, 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 zack. Na also. Nein, es war doch nicht fertig. Doch. Ich versteh's nicht. Was haben wir? Einen beschädigten Kriegsbogen. Der ist schon ziemlich mächtig, aber dafür brauchen wir natürlich auch richtig viel Geschick. Zigarette, Klopapier, Elixir, 13, kleiner weißer Stein. Gut. Ja. Nix wirklich Tolles, was uns irgendwie weiterhilft. Tragisch.
Sehr tragisch. Kalksteingrube. Ist das aktiv? Legendärer Mörtel des Baumeisters. Lol, ist auch direkt neben uns. Also das Aufrüsten hier der Bastion, das geht ja ganz schön schnell voran. Wahrscheinlich sollte man, bevor man zu den Morkons geht und so, einfach erstmal das machen. Da kann man ein paar einfache oder nicht ganz so einfache Erfahrungspunkte... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, danke. Kranker. Ah, das ist ein Kranker. Gut, okay. Das ist doch schon richtig, dass man hierher soll. Einen kranken Pestgreif sollten wir gerade noch so zerstören können. Naja, gut, komm, dich auch. Du bist eine Pussy. Großer Elixierbeutel, nice. Okay, man sollte wahrscheinlich, bevor man irgendwas macht, erstmal hier die Umgebung abernten und die Questen von dem Typen machen. Das ist wahrscheinlich der rote Faden, dem man folgen soll. Oh nein, das. Oh nee, das ist dasselbe, wogegen ich gerade gekämpft habe. Oder der Faustschuh oder nicht? No! Oh, er hat sie umgehauen. Er hat sie voll umgehauen. Was machst du denn da? Ach, Kaya. Kaya ist ein Lappen. So, hier, rohes Fleisch nehme ich. So, den Pestgreif, Kaya. Da müssen wir jetzt nochmal... Da müssen wir jetzt nochmal zusammen durchhalten. Oh. Vorsicht. Was? Hä, was? Hä, was ist... Hä? Wo kam das denn her? Ach du Scheiße. Nee, das ist falsch. Das ist ganz falsch. Das ist ganz falsch. Aber, oh, wenn die nicht aufhören, mir hinterher zu rennen, dann war's das jetzt ja sowieso. Was soll ich dann machen? Kann ich mich irgendwo auf irgendeinen Felsen stellen und den von da aus einfach snicken? Na gut, nee, der hat da dann Fernangriff. Alter, was machst du denn, Mädchen? Okay, er hat mich doch in Ruhe gelassen, glaube ich zumindest. Okay. Mann, wieso bewegt denn der sich immer nach vorne, Mann? Vorsicht. Irgendwann lässt... Oh, das... Was ist denn das? Okay, das funktioniert nicht. Cheesen ist, glaube ich, nicht gestattet. No, 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 no! Kaya macht auch nichts, Alter. Der ist voll schnell. Do you want to help me? Ups, falsch. Und wieso macht diese Frau denn nichts? Okay, man kann ja erkennen, wann er angreift.
Los, jetzt noch einmal schnell! Also. Oh. Oh na, oh nein, das. Oh nein, Leute, ich war so gut gerade. Ich war gerade so gut. Ich weiß nicht, was ich jetzt. Ich weiß. No? Ich weiß. Oh Mann! Das machst du nicht ungestraft. Ich weiß nicht, was ich jetzt dagegen machen soll. Der vergräbt sich gerade. Na, warte. Okay, das ist irgendwie gerade merkwürdig. Na, hey, warte. Alter! Okay, ich versuche das einfach schnell einzusammeln hier. Eisenerz. Eisenerz. Ich brauche da irgendwas. Nimm das. Thank you. Achtung. Kaya, komm, wir sind hier fertig. Ja, seht ihr, neue Stufe. Wir haben natürlich auch noch nichts für unsere Stärke und so getan und sind immer noch rüstungstechnisch ziemlich schwach. Dafür haben wir uns da doch gerade gut geschlagen und dieser komische Murloc oder was auch immer das für ein Vieh war, Drachenechse, da sind wir natürlich auch ein bisschen zu weit gelaufen. Da hätten wir ja gar nicht unbedingt hingesollt. Und die Pestkralle war wahrscheinlich sowas, irgendwas wie der gedachte erste Endgegner. Weil er ging ja. Der ist relativ leicht auszuweichen. Man sieht ziemlich gut, wann er seinen Angriff startet. Deswegen konnte man ziemlich gut drumherum lunschen. Und dann ist das schon so, wie es ist. Das war der Lehrer, das war ein Verkäufer. So, wir wollen jetzt auch noch einmal testen hier, wie das mit den Verkäufereien ist. Verkaufen. Da gibt es doch hier die Kategorie Schrott. Das ist doch quasi das Sonstige, meine ich. Beispielsweise hier eine Uhr ist 50 wert, aber hat quasi keinen Sinn. Können wir verkaufen. Eine Geldkassette ist bestimmt noch etwas wert. Na gut, verkaufen. Holoprojektor ist nicht so viel wert wie eine Uhr. Finde ich merkwürdig. Mikroskop auch nicht. Symbol von Ravak. Mhm. Hier Symbol von Kalle Arsch. Hier, alte Lampe. Ja, nice. Hier, nimm mal so zwei Symbole. Eisenbahn ist alles nicht so viel wert. Was ist denn das? Großer Elixitbeutel. Mittlerer Elixitbeutel. Mhm. Keine Ahnung, ob man die aufmachen kann und dann was rausbekommt. So, hier. Wie viel haben wir? 457. 328 kriegen wir dazu, nehme ich an. Ach, du hattest gar keine andere Rüstung. Ja, dann hat sich das erledigt. Handel akzeptieren. Dann haben wir jetzt 700, ja? Nee, jetzt haben wir 457. Okay. Ich hab das aber verkauft jetzt, ja? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich glaube, ich habe es verkauft. Wir haben noch das hier. Für das nächstbessere bräuchten wir 25 Stärke und 17 Geschick. Oh, das könnten wir machen. 25 Stärke und 17 Geschick. Man kann auch ruhig mal die Konstitution pushen. Hä, hoffentlich. Ey, wir sind Stufe 5, das habe ich gar nicht mitbekommen. Zack. Und dann könnten wir hier ganz cool jetzt... Den hier haben wir. Da fehlt noch einiges für. Dann könnten wir jetzt ganz cool die einfache Klinge ausrüsten. Zack. Ah, mein Kopf. Aha, die ist aber ziemlich rostig. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, das mit den komischen Aussetzern, wenn das Bild zu weiß wird wegen seiner Infektion. Ich weiß noch nicht direkt, was das sein soll. Sieht er dann auch einfach kurz weiß oder wird ihm schlecht? Da erzählt keiner was drüber. Oh nein, 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 lass mich bloß in Ruhe.
Du hattest, glaube ich, Rüstungen. Es gibt... 1200, 720. Einfaches Outlaw-Hemd. Na, gewöhnliche Berserkerhose, gewöhnliche Klerikerhose. Ja, ja. Presslufthammer. Also bei dem könnten wir den Presslufthammer kaufen, um hier Minen und so was abzuarbeiten. Gewöhnliche Berserkerhose. Ich möchte die gerne haben, ja. Und ich hätte natürlich auch gern das, aber da ist natürlich, wobei man natürlich auch, ich habe hier so einen hässlichen, beschädigten Turmschild, den man natürlich, gut, bei den beschädigten Sachen ist es ja so, wenn man drei Stück davon hat, oh, dann kann man die aufwerten zu dem nächst besseren, hier, Alter, 225, aber das ist jetzt ja auch gerade nur ein Testdingen hier, Bogen, da habe ich mehr als, da ich vier Stück von, okay, der ist sowieso nichts wert. Beschädigter Kriegsbogen, beschädigte Schrotflinte ist sowieso Bullshit. Ja, dann 812. Geht das dann, wenn ich minus 300... Ich steige da oben nicht durch. Habe ich dann 92 noch übrig? Ja, anscheinend. Diesen Kalkstein habe ich in einer Steingrube unweit von hier gefunden. Mann, Mann! Du bist als Handlanger gar nicht so schlecht, weißt du das? Sag mir jetzt, dass du uns unterstützt und die Bastion instand halten wirst. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin dabei. Aber ich sage euch gleich, das wird eine ganz schöne Flickschusterei. Wenn ihr große Wunder erwartet, dann seid ihr bei mir falsch. Die Bastion ist kein Palast, klar? Und was die Bezahlung angeht... Wie bitte? Naja... Ich werde mich mit dem alten Mann schon irgendwie einigen. So, jetzt muss ich aber was tun. Die Arbeit macht sich schließlich nicht von alleine, nicht wahr? Ja, sieh mal zu, Alter. Outlaw-Hemd. Berserkerhose. Was? Handschuhe gibt's auch noch und dann... Ah ja. Und was ist denn das da oben? Für einen Kopf, für eine... Ohrring, Ring, ich habe keine Ahnung, das kann, warte, das kann man nur, Spezialisierung, ach so, das wird, ach so, das ist wahrscheinlich irgendwie was für Mana und so, wenn man dann einer Fraktion angehört, hier beispielsweise so das Grundding, um hier Feuerschaden zu machen, ist anscheinend der magische Arm, Flammenbogen, und wahrscheinlich gibt es auch hier magischer Arm, genau, das ist wahrscheinlich Spezialisierung, magischer Arm, dass man dann ausrüsten muss, damit man die Eis- oder Feuermagie oder was auch immer benutzen kann. Da, wir haben 39 Rüstung, 100 Ausdauer, 121 Gesundheit. Wir sind richtige Berserker. Jetzt sind wir quasi unbesiegbar. Ah. Okay, das geht leider nicht mehr so wie in alten Piranha Bytes Spielen, wo man einfach jedem aufs Maul hauen konnte. Damit ist es vorbei. Wir machen nochmal kuckisch in diesen Turm. Ja, wer ist denn das? Wer bist denn du, Alter? Finley? Du scheinst noch sehr jung zu sein für den Job eines Kriegers. Mag sein, dass ich noch nicht alles drauf habe wie die alten Hasen. Doch ich bin ein guter Schüler. Und Kaya ist eine gute Lehrerin. Ja, das ist sie. Sie hat mir schon sehr viel beigebracht. Ich bin sehr stolz, dass ich neben ihr meinen Dienst verrichten darf. Hey, wo kommt der her, Alter? Ich brauche dich nicht mehr. Na gut. Ganz wie du willst. Was? Schrott. So, das ist, glaube ich, das Kleriker-Ding da hinten. Kuppeln, bla. Gut, Ladies and Gentlemen. Ich habe euch gesagt, wir machen hier eine Runde angezockt, so 2, 3, 4 irgendwas Stunden. Ich würde sagen, an dieser Stelle sind wir fertig. Wir haben ein bisschen was gesehen. Wir waren bei den Morkons, wie so eine Fraktion aussieht. Naja gut, wir haben uns jetzt nicht angeschlossen oder sowas. Aber ihr habt zumindest gesehen... Die Größe der City einordnen und so, ist jetzt anscheinend ein bisschen kleiner als noch die Kleriker
Outlaw und Dingsbums Berserker Stadt in Elix 1. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es bei den anderen ist. Wir waren jetzt ja nur bei den Morkonen. Haben ein paar Quests gemacht, Wissen, Erfahrungspunkte, Kampf, Gegnerverteilung und so. Habe ich euch alles ein bisschen gezeigt. Ich hoffe, ihr konntet da einen kleinen Eindruck gewinnen. Ich kann nicht hacken. Hacken gibt's auch natürlich. Und das, ja, das soll es erstmal gewesen sein, weil das ist, ich kann so eine großen Open-World-Spiele, ich kann das einfach nicht löteplöern, da habe ich einfach nicht die Zeit für, dann sitze ich da 3 Monate dran und kann nichts anderes machen, das macht mir dann auf Dauer auch keinen Spaß. Deswegen dachte ich mir, wir machen da einfach bei sowas ein Angezockt draus, dass ihr da einen kleinen Einblick bekommt. Let's Play-mäßig werde ich mich natürlich auf sowas wie, ja, Dragon Quest Builders berufen und die ganzen, ihr wisst, die Bauspiele und so weiter und so fort. An dieser Stelle würde ich sagen, 6 Folgen haben wir gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Guide-Video oder angezockt oder Let's Play. Das weiß ich jetzt noch nicht wieder. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.